Hallo und herzlich willkommen zum Monatstarot für den Monat Februar 2021. Ja, locker machen, ich weiß, dass wir hier Gegenlicht filmen, aber ich sitze hier halt gern. Okay, so, Deutschland ist im Lockdown bis März. Die Gesamtenergie ist davon allerdings nicht betroffen. Manchmal haben wir das, dass es Wochen gibt oder Zeiten gibt, wo die Leute sich Sorgen machen. Die Gesamtenergie ist nicht, dass die Menschen besorgt sind, sondern einfach, dass die Menschen angepisst sind. Denn es ist ja schon unnatürlich, das Gefühl zu haben, man ist irgendwie überall eingesperrt und kann sich nicht bewegen und alles ist zu und nichts ist mehr normal. Also die Gesamtenergie für den Monat Februar, das ist halt auch für den ganzen Monat, bleibt schwierig. Und die Mitteilung für uns alle, oder für euch in Deutschland, wird ja hier in England auch nicht anders sein, ist, dass ihr zwar freundlich seid und bleibt, und dennoch euch mitteilt. Nicht unbedingt, dass ich das Gefühl habe, ihr müsst jetzt Druck machen hier gegen die Regierung, alles drum und dran. Aber als Spezie Mensch sind wir nicht so konzipiert, dass wir alleine gut klarkommen. Also wir sind ja auch ein Kollektiv und die Energie ist ein Kollektiv. Also es geht weit darüber hinaus, dass man Leute trifft, die man mag oder für Leute vermisst, die man nicht sehen kann, die man mag, sondern man ist ja auch mit jedem verbunden. Und die Gesamtenergie ist praktisch die, dass wir auf Tritt und Schritt daran erinnert sind, dass es schwierig ist, Kontakt herzustellen, Kontakt zu behalten, sich frei zu bewegen. So. Ist jetzt auch nichts Neues, wir sind ja auch schon im Lockdown schon fast ein Jahr jetzt, immer mal wieder. Und die Mitteilung ist halt für uns alle, uns daran zu erinnern, dass wenn niemand was sagt, wenn niemand guckt, ist es eigentlich richtig, was wir hier machen, gibt es da andere Wege, die wir gehen könnten, um uns zu schützen, und die Kommunikation, das Gespräch suchen. Das ist wichtig für diesen Monat, ohne in den Frust zu gehen. Okay? Das ist die Gesamtenergie für den Monat Februar. Und jetzt gehen wir in das Sternzeichen Wassermann. Und dann schauen wir mal. Wassermänner, ihr werdet gebeten von euren Guides, unbeachtet von all dem, was in eurem Leben gerade falsch läuft, auch mal daran zu denken, was in eurem Leben gut ist und die guten Dinge zu sehen und dadurch neue Kraft zu schöpfen und immer weiter zu gehen. Ja? Ihr habt hier die Twin Gods, das heißt, ihr seid von allen Seiten von euren Guides geschützt. Also energetisch gesehen gibt es da auch keine großartigen Rückschläge diesen Monat. Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil das Bild, das die mir geben, ist das von Leuten, die gesundheitliche Probleme haben. Da habe ich natürlich auch keine Ahnung, was die Ärzte euch da mitteilen. Der Punkt, den die Guides machen, ist zu sagen, bleibt positiv, was er meine. Bleibt positiv, bleibt im Positiven und macht euer Ding. Das ist auch mal wichtig, man darf sich nicht aufgeben. Macht euer Ding, als wenn draußen kein Lockdown wäre. Macht euer Ding, weil wenn jeder sein Ding macht, dann ist die Energie natürlich auch höher. Und irgendwann, egal ob da jetzt wirklich ein Virus draußen ist oder nicht, und man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn man sich die Statistiken anguckt, das sind ja immer noch weit über 90% von Leuten, die da
die da gar nicht mit behaftet sind. Also ungeachtet dessen, was eure Einstellung dazu ist, ungeachtet dessen, ob das echt ist oder nicht echt ist und ob das alles auch so gehandhabt werden muss, der Punkt, den die Guides machen, ist, macht euer Ding, denn je mehr Leute ihr Ding machen, desto mehr ist die Energie in die Richtung, geht die Energie in die Richtung zu sagen, und ich mache mein Ding. Und das ist wichtig für Wassermänner. Zieht euer Ding durch. Ja? Guckt, was ihr machen könnt innerhalb der Beschränkungen und macht euer Ding. Nicht aufgeben und vor allen Dingen nicht aufhören. Und das ist so das Gefühl, das die Guides mir geben, für Wassermänner auch in die Bildung, an die Bildung zu denken. Und euch da so ein bisschen zu gucken. Online-Kurse, diese ganzen Geschichten. Okay, so, das war Wassermänner. Fische, mein Sternzeichen. Schauen wir mal, was die Energie für den Februar für uns Fische hat. Ach ja, wir haben es nicht einfach. Für uns Fische im Monat Februar. Wir müssen viel Klarheit schaffen, wir müssen auch viel unsere Energie erhöhen. Wir sind vor allen Dingen gefragt, in unserem Wohnraum oder in dem Raum, in den Räumen, in denen wir uns bewegen, zu reinigen, also mit White Sage und Incense Sticks und wie die Dinge alle heißen. Also immer die Energie hochhalten, vor allen Dingen da, wo wir Fische uns aufhalten, ist ganz, ganz wichtig. Und das scheint jetzt auch hier wieder so ein Ding zu sein, das sich hier von Sternzeichen zu Sternzeichen zieht. Wir haben Kokopelli, der Demiurge. Ein Kokopelli ist einfach nur ein Stamm. Und ihr seht es hier vielleicht hoffentlich, der hat eine Pfeife. Und die Pfeife ist ein Symbol für Erneuerung und für Reinigung. Und ich höre das immer wieder von vielen Leuten, die denken, oh, ich rauche jetzt meine Pfeife, da bin ich ein Indianer. Drauf geschissen, absolut Blödsinn. Das sind Lehren, die man da bekommt, wie man das überhaupt macht und was da auch spirituell dahinter steckt. Also lügt euch selber an, wenn ihr wollt. Ich meine jetzt nicht nur Fische, ich meine alle, die jetzt irgendwie denken, oh, ich mache das, haben ja schon Indianer gemacht. Ja? Steinzeitmenschen haben vielleicht auch in ihren eigenen Garten geschissen. Macht ihr auch nicht mehr. Verstehst du? Also worauf ich hinaus will, ist für Fische, das kommt jetzt gerade so durch, nicht so in dieses Übertriebene zu gehen, ja, ich mache jetzt hier mein Ding, das haben ja schon die Urmenschen gemacht, also so zurückzugehen in Sachen, die wir gar nicht mehr sind. Wir sind im 21. Jahrhundert. Für uns Fische ist es wichtig, vor allen Dingen im Februar, unsere spirituelle Seite anzuschauen, unser spirituelles Ich anzuschauen und alles auch aus der höheren Sicht zu beachten. Okay, hier kommen irgendwie Mitteilungen durch, gucke ich mir ein andermal an, ist halt nur, mein Bildschirm ist irgendwie halb, halb dunkel manchmal. So, für Fische nicht aufgeben, denkt an eure Energie, erhöht die Energie, viel Reinigung, auch spirituell viel Reinigung und dadurch, dass wir ja die Pfeife haben, viel Ruhe und viel Erneuerung. Wir gehen ja auch in das Sternzeichen Fisch sehr bald, dann sind ja unser Geburtstag wieder, das heißt, das sind auch nochmal wieder Daten, wo es unter Umständen im Lockdown schwierig ist, auch wieder mit Leuten zusammen zu sein, mit denen man normalerweise zusammen ist. Und dementsprechend und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Sternzeichen Fisch energetisch gesehen hoch sind, sagen, ja, es ist, was es ist und ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Also das ist so wichtig auch nochmal, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Okay, das waren Fische. Jetzt gehen wir in den Widder. Mal ein anderes Deck hier nehmen. Okay.
Widder. Die Mitteilung ist relativ einfach und relativ kurz. Was euch gesagt wird, ist, ihr macht euch locker, ihr macht alles in Ruhe und neue Möglichkeiten kommen zu euch. Ihr habt also gar keinen Stress, ihr müsst euch um nichts wirklich großartig kümmern. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie gucken, wow, was mache ich denn jetzt hier? Ruhe bewahren ist ganz wichtig, denn ihr habt den Hasen. Und der Hasen hat ja diese ganzen Löcher und spirituell betrachtet oder symbolisch gesehen gehen ja diese Tunnel recht weit. Das heißt, die Mitteilung für euch ist, wenn ihr einfach in der Ruhe bleibt, kommen neue Möglichkeiten euch entgegen, gibt es Auswege, die zu euch kommen und es macht keinen Unterschied, welchen Tunnel ihr zuerst aufsucht. Das heißt, einfach auch so ein bisschen mit dem Gefühl gehen, ja, neue Sachen kommen und das fühlt sich gut an. Auch wenn ihr so vom Gefühl her denkt, das habe ich eigentlich noch nie vorher gemacht, das scheint was ganz Neues zu sein. Immer eurem Bauchgefühl vertrauen. Okay? Kurz und schmerzlos für Widder. Jetzt gehen wir in den Stier, zu den Stieren. Schauen wir mal, was wir haben für Stier. Okay, das mag für den einen oder anderen Stier seltsam klingen, weil viele, die im Sternzeichen Stier leben, nicht wirklich gut sind, Komplimente anzunehmen. Und das ist alles, was die Geister für euch haben diesen Monat. Die sagen zu euch, ihr seid gut, so wie ihr seid. Akzeptiert euch mit allen Stärken und Schwächen. Ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass überhaupt nichts 100% ist und dass das Wort perfekt und Perfektion menschgemacht ist. Ihr habt den Falken und dessen Mitteilung ist, dass ihr ohne Schwierigkeiten seht, was im Leben abgeht. Also ihr werdet nicht überrascht von irgendwas, was ihr überhaupt nicht habt kommen sehen. Und ihr habt den Sacred Tree. Das heißt, ihr seid sehr stark, vor allen Dingen spirituell, verwurzelt mit euren Guides, mit eurer Zukunft, mit Leben, mit Energie. Und was die Guides euch sagen ist, erkennt das, fühlt, dass euer Leben nicht unbedingt nur da gelebt ist, wo ihr seid. Euer Leben ist nicht nur Arbeit, ist nicht nur die Leute, die mit euch im Haus leben, sondern auch wissen, dass ihr zum großen Anteil auch höhere Gedanken habt. Also ihr seid schon jemand, Stier, der oft denkt, manchmal auch überdenkt. Und dementsprechend auch relativ schnell so das Gefühl hat, oh, hier tut sich ja gar nichts. Und dadurch, dass halt auch, wie gesagt, dieser Lockdown energetisch gesehen die Sachen schwieriger macht, ist die Mitteilung für Stiere diesen Monat einfach zu begreifen, ihr seid gut so, wie ihr seid, nehmt das auch so an und vertraut, dass ihr Dinge seht, die auf euch zukommen. Okay, ich muss mal kurz hier stoppen. Bin gleich wieder da. Das war der Stier, die Stiere. Und jetzt gucken wir uns die Zwillinge an. Das ist das Monatstarot für den Monat Februar. Es macht Sinn, wenn ihr euch die Facebook-Seite auch merkt dafür. Und bitte, bitte, bitte mit all euren Freunden, die spirituell sind, dieses Video teilen, damit die Messages, die die Guides geben, halt auch gesehen und gehört werden können. Das wäre wirklich nett. So, das war Stier. Jetzt gehen wir in die Zwillinge. Mal schauen, was wir haben. Und ich bin hier gerade doch ein anderes Deck hier. Schauen wir mal, was wir haben. Für den Monat Februar. Für Zwillinge.
Ich habe den Jaguar und die Maus. Im Februar für Zwillinge ist es wichtig zu begreifen, dass ihr oftmals, auch wenn es nicht so aussieht oder es nicht jeder kapiert, ihr oftmals im Recht seid. Also die Gefühle, die ihr habt, die erkennt ihr durchaus genauso, wie sie sind. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, das läuft nicht richtig, das ist irgendwie nicht so, wie es sein sollte, dann ist es jetzt im Februar natürlich auch eure Aufgabe, Sachen und Dinge klarzustellen. Okay? So, es ist recht kurz, die Mitteilung. Solange ihr wisst, dass eure Intuition funktioniert und dass auch eure eigene Perspektive, auch wenn sie von anderen Perspektiven abweicht, nicht falsch ist, dann ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, was immer hier jetzt gerade passiert, macht mich nicht glücklich und ich spreche es an. Okay, das war alles, short and sweet, für Zwillinge. Jetzt gehen wir in Krebs. Schauen wir mal. Karte fällt raus. Ah, die einzige, die sie mir geben. Okay. Krebs. Februar 2021. Das Gefühl, das die Guides mir geben, ist, dass viele Krebse im letzten Jahr große Probleme hatten, sich selbst zu finden, ein Leben zu finden, das passt und manchmal auch das Gefühl hat, auch wenn das Leben wirklich gut ist, dass ihr lebt oder dass du lebst, es ist oftmals so, dass du innerhalb der Gruppen, in der du dich bewegst, trotzdem das Gefühl hast, dass du alleine bist und dass vieles einfach auch ein bisschen auf deinen Schultern sitzt, was schwerer ist und dein Umfeld scheint das gar nicht so schwer zu finden. Und was die Mitteilung ist, dass ihr immer noch in der Heilung seid. Also die Energie, die durch euch läuft, ist zu heilen, Sachen anzusehen, die euch Schmerz bereitet haben, Trauma zu durchbrechen, Traumata zu durchbrechen. Und dementsprechend braucht ihr ein bisschen Auszeit. Und das ist wichtig für den Monat Februar, für Krebs. Nehmt euch Auszeit, das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie weglaufen müsst oder ins Auto fahrt, ein Auto geht und dann halt mal 500 Kilometer Fahrt, sondern einfach nur, dass ihr sagt, okay, ich muss mir einen Bereich schaffen, der nur für mich ist. Das kann ja auch irgendwie nur eine Ecke sein in irgendeinem Haus, die wirklich eure ist, wo eure Kristalle liegen, wo ihr halt euer Ding macht. Also ist jetzt nicht eine Sache, wo ihr euch isolieren müsst. Aber das ist die Mitteilung für Krebs. Ihr seid noch immer in der Heilung, ihr geht immer noch durch Schmerz, durch Trauma. Und natürlich ist es das Universum daran interessiert, euch Heilung zukommen zu lassen. Und natürlich ist es eine Sache, die ihr natürlich dann, dadurch, dass ihr halt sagt, okay, ich bin in der Heilung, ihr seid natürlich diejenigen, die das dann fühlt. Okay? Das war Krebs. Löwe. Schauen wir mal. Löwen, ihr habt im Februar nur das Problem, dass die Kommunikation schwierig ist. Also ihr werdet es schwierig finden, diesen Monat euch auszudrücken, Sachen, die wichtig sind, klar auszudrücken. Das heißt, immer wieder mal einen Schritt zurückgehen und planen, was ihr sagt. Also nicht unbedingt spontan in die ich kläre das jetzt gehen, sondern einfach auch so ein bisschen Zurückhaltung zeigen, damit ihr die Worte finden könnt, die ihr braucht. Und nichtsdestotrotz
habt ihr das Schaf hier, das Doll Sheep. Und die Mitteilung ist, erstmal hat sie ein Geweih und Geweihe sind ein Symbol, dass ihr geschützt seid. Die Geweihe von diesem Schaf gehen um die Ohren. Das heißt, Worte, die euch treffen, werden abprallen. Das heißt, wenn Leute darauf, wenn Leute eine Sprache haben, die einfach nur aggressiv ist und alles drum und dran, immer denken, ja, verpisst euch, ihr habt gar nichts, ihr könnt mir gar nichts, und so ist es dann auch. Also ihr müsst euch von Worten, die euch entgegengebracht werden, die eine niedrige Energie haben, auch wissen, diese Worte bedeuten mir nichts, sie sind an mich nicht gerichtet, das war deren Meinung und das bin nicht ich, und dementsprechend könnt ihr euch da ein bisschen auch von befreien. Und natürlich ist dieses Schaf das Symbol, dass es an einer Klippe hängt, auf zwei Beinen und nicht fällt. Das heißt, der Februar ist ein guter Monat für Löwe, zu sagen, und jetzt schaue ich mal, was ich machen will, jetzt schaue ich mal meine Zukunft. Die geben mir hier Handys, also das Gefühl, dass es ist, obwohl Kommunikation nicht unbedingt einfach ist, deswegen war ja auch gesagt, für Löwen immer mal so ein Stück zurückgehen, bevor ihr sprecht, habt einen Plan, was ihr sagen wollt, und führt diese Gespräche. Ja, ganz, ganz wichtig für den Löwen. Jungfrau, schauen wir mal die Jungfrau. Ja, wie gesagt, nächstes Mal sitze ich woanders. Ich sehe das ja hier, dass manchmal das Bild so ein bisschen weggeht. Aber ich fand's halt schön hier. Ich finde es halt schön hier. ich bin hier auch umgeben von meinen Kristallen. Also ihr könnt natürlich nicht sehen, auf der einen Seite hier sind meine ganzen Singing Bowls, und auf der anderen Seite sind meine ganzen Tuning Forks und meine Tinksha und alles drum und dran. Das heißt, energetisch gesehen ist das ein guter Platz für mich. Okay? Und dementsprechend wollte ich hier sitzen. Nächstes Mal filme ich das dann wahrscheinlich gegen Abend, wenn dann das Gegenlicht hier kein Problem mehr ist. Jungfrau, ihr habt den Schmetterling und die Taube. Sorry. Manchmal fallen die deutschen Worte nicht ein. Was bedeutet für Jungfrau ist, das ist ein Monat, wo alles, was ihr euch vornimmt, auch wirklich funktionieren kann. Das heißt, wenn ihr Pläne habt, also mein Gefühl ist, das ist was die Geist mir geben, das hat auch damit zu tun, dass ihr vielleicht das Gefühl habt, wo ich gerade bin, will ich nicht mehr bleiben. Und jetzt ist der Monat zu sagen, und ich manifestiere jetzt, dass ich umziehe, ich manifestiere jetzt, dass es in meinem Leben weitergeht. Und also Manifestation ist ganz wichtig im Februar für Jungfrauen, aber dadurch, dass ihr auch die Taube habt, die Taube ist ja eins von diesen Vögeln, das ja praktisch hier wirklich fast 360 Grad sehen kann. Also die haben eine ganz bombastische Augenweite und Sichtweite. Und was das natürlich symbolisch bedeutet, ist, dass ihr alles seht, auch an Möglichkeiten, die euch gegeben werden. Aber der Hauptpunkt für die Jungfrau ist zu sagen, und ich manifestiere jetzt, ungeachtet der Tatsache, dass viele sagen, es klappt jetzt eh nicht. Also diese Negativität, die die Leute auch haben, so dieses ist alles scheiße, ja, versteht man ja. Aber alles, was es tut, ist die Energie niedriger zu machen. Also spielt dieses Spiel nicht. Ja, guckt immer in die Positivität, also das ist jetzt auch für alle Sternzeichen. Aber für Jungfrauen diesen Monat ist es wirklich so, dass das, wenn ihr im Manifestieren seid, die Energie ist wirklich hoch für euch. Okay, das Jahr die Jungfrau. Dann haben wir jetzt noch die Waage, kommt jetzt als nächstes. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist das Monatstarot für den Monat Februar. You right, boy? Mit meiner, mein Kater. Hello, boy. Hey, sweetie. You right, Richard? You okay? Oh. So, wo waren wir jetzt? Oh ja, bei der Waage. Ja.
Okay. Mal, Leute wollen dich mal sehen hier. Hallo. So, Waage. Wie schon bereits bei anderen Sternzeichen ist es ganz wichtig, einfach alles ruhig zu machen, auch zu wissen, dass das Leben nicht vorbei ist, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Und ist auch ganz kurz die Mitteilung, ihr werdet auch, wenn ihr in der Ruhe bleibt, sehen, dass das Leben besser ist, als ihr denkt und auch dann die Sachen ansprechen, die eben nicht so gut sind, aber dadurch, dass ihr halt hier die Energie der Ruhe von den Guides bekommt, ist es auch wichtig, wie das schon bei vielen Sternzeichen war diesen Monat, so ein bisschen auch darauf zu achten, wie ihr redet und wie eure Energie ist. Okay? Das war die Waage. Ich muss mal die Katze rauslassen, der ist hier am Rumlaufen. Normalerweise, wenn er zum Fenster geht, will er raus. Und dann mache ich es mal. So, dann das war Waage und dann machen wir jetzt gleich weiter mit dem Skorpion. Hallo. Hab die Katze mal rausgelassen. So, habe das mal ein bisschen umgestellt, dass da weniger Gegenlicht ist. Ja, wir sind im Monatstarot für den Monat Februar 2021. Sorry. Das war einer von meinen Singing, sorry, von meinen Tuning Forks hier. Better? Ja, besser. Okay, so. Skorpion, Schütze, Steinbock sind noch übrig. Jetzt gucken wir uns mal die Message für den Skorpion an. Für den Monat Februar 2021. Okay, nicht so gut. Für den Skorpion im Monat Februar. Das ist der Monat, wo ihr auch, das ist auch nochmal hier, das ist aber auch schon wieder bei ein paar anderen Sternzeichen hier, dass die Kommunikation nicht wirklich funktioniert. Für den Skorpion ist das diesen Monat leider das Hauptthema. Die Energie ist die, dass ihr oft missverstanden werdet, missverstanden seid und dass ihr Geduld braucht mit Leuten und Situationen in diesem Monat. Also, im Februar. Der Februar ist kein guter Monat, langfristige Pläne zu machen, zu gucken, wo gehe ich denn hin, was plane ich denn, weil vieles von dem, was ihr manifestiert, dann auch nicht 100% manifestiert werden kann. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da sitzt und sagt, mache ich halt gar nichts, sondern das bedeutet, es ist immer sinnvoll, wenn man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll, sich einfach mal Ruhe und Zeit zu nehmen und einfach ein paar Notizen zu machen und dann diese Notizen zum Beispiel liest oder eben diese Stichworte hat, damit man eben nicht abgelenkt ist. Und das ist das praktisch, was die für Skorpion haben diesen Monat, ist euch Hilfestellungen zu schaffen. Also euch selber auch so ein kleines so Brücken zu bauen, damit das, was ihr mitteilen wollt, erreichen wollt, auch erreicht werden kann. Aber generell ist das ein Monat, wo ihr für alles Geduld braucht. Okay, das war der Skorpion. Jetzt haben wir noch Schütze und Steinbock. Jetzt gehen wir zum Sternzeichen Schütze. Okay. Schützen für Schütze, wie gesagt, die habt ihr ja schon gemerkt, von Sternzeichen zu Sternzeichen her. Ganz oft haben die Guides gesagt, Energie ist recht niedrig, wie ihr euch ausdrückt, kann missverstanden sein, immer mal so ein bisschen selber zurücknehmen. Für den Schützen ist es einfach wichtig, sich daran zu erinnern, wie clever ihr eigentlich seid, wenn es darum geht, etwas auszudrücken, etwas klarzustellen oder etwas zu wollen. Also was die Guides mir hier geben für den Schützen, ist einfach, dass das, egal was da so ist, da
bin ich mal so ein bisschen hier so locker und dann erreiche ich das schon. Also für den Schützen daran denken, ihr könnt euch wirklich gut ausdrücken, ihr müsst es aber oder solltet es aber sehr mit Leichtigkeit machen. Also auch ernste Gespräche so rüberbringen, als wenn wir jetzt darüber sprechen, wo wir morgen essen gehen. Also das ist das Gefühl, das die mir geben, auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch in schwierige Situationen rein, ohne jetzt kindisch zu sein oder übertrieben zu sein und bin einfach leichtherzig. Weil es macht ja auch nichts einfacher, nur wenn jeder bedrückt Gespräche hat. Und das war es dann schon, weil ihr Schützen diesen Monat, ihr habt, nenne ich hier das Schämen. Was es bedeutet, ist, dass das im Bereich der Guides, mit denen ich arbeite, gibt es durchaus Rang. Also ist ja auch bei Engeln so, da hat man ja die Erzengel, die sind höher gestellt als reguläre Engel, das heißt, deren Energie ist dann noch höher oder stärker, wie man das auch immer nimmt. Und ihr habt einen super starken Guide diesen Monat um euch rum, der euch auch helfen will, Sachen wirklich klarzustellen, aber eben zu euch sagt, es bringt gar nichts, wenn ihr so in das, das mache ich jetzt, geht, also so in diese Härte. Das ist wichtig für den Schützen diesen Monat, keine Härte zu zeigen, alles leichtherzig zu machen und auch diese Leichtherzigkeit von den Leuten, mit denen ihr oder zu denen ihr sprecht, zu erwarten. Auch sagen hier, oder auch die Energie muss ja gematcht werden. Das heißt, wenn ihr mit denen leichtherzig sprecht, dann nach einer Weile müssten die anderen auch dann so ein bisschen switchen und alles so ein bisschen netter sagen, weil ihr einfach super nett seid. So, das ist so die Mitteilung für den Schützen. Excuse me. So, das letzte Sternzeichen für den Monat Februar 2021 ist der Steinbock. Dann sind wir auch schon wieder durch. Bitte hier subscriben zum YouTube-Channel oder auch der Facebook-Page folgen. Dafür machen wir es ja. Und bitte teilen ist ganz wichtig, weil ich nehme diese Videos fast wöchentlich in England auf, also in Englisch, und wurde halt gebeten von meinen deutschen Freunden, kannst du sowas nicht auch in Deutsch machen? Und es ist, mache ich gerne, aber es ist halt auch alles recht viel Arbeit, weil ich schneide es halt auch dementsprechend und will das auch so machen, dass das verständlich ist. Und dann ist es natürlich auch traurig, wenn man das dann aufnimmt und dann irgendwie kaum einer das sieht. Also bitte, bitte, bitte teilen, ja? Und jetzt gehen wir ins letzte Sternzeichen für den Monat Februar. Das ist der Steinbock. Für Steinböcke diesen Monat ist es ganz, ganz wichtig, das ist auch die einzige Mitteilung, die ihr habt, die ihr kriegt, ist es wirklich wichtig zu begreifen, dass ihr, das hatten wir schon mal beim Stier, dass ihr gute Menschen seid, dass ihr wertvoll seid. Und diesen Monat, das ist der Monat Februar hier für Steinböcke, ist der Monat, wo ihr auch so begreifen müsst, dass die Energie relativ lang niedrig war und jetzt ist die Zeit zu sagen, ich bin besser als das und ich erwarte auch, dass die Leute mich besser behandeln und das anzusprechen. Das ist ja auch so, das scheint so das Thema zu sein für den ganzen Monat, Sachen anzusprechen. Nicht zu warten, bis die Welt sich wieder verbessert und dann Sachen zu klären, sondern wirklich Sachen zu klären ist wichtig. Das war's auch schon. Begreift bitte, dass ihr wertvoll seid. Denn wenn etwas wertvoll ist, dann achtet man da auch drauf. Und es wird Zeit, dass ihr auf euch selbst achtet. Wie werde ich denn, wie spricht man denn mit euch? Ja, wie verhält man sich denn euch gegenüber? Und dann einfach auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, also, und ich mache da nicht mehr mit, meine Erwartungshaltung ändert sich jetzt, ich bin wertvoll und ich erwarte, dementsprechend auch so behandelt zu werden, denn
ihr seid ja auch höflich zu anderen. Also warum sollte das nicht umgekehrt auch so sein? Ja? Vielen, vielen Dank. Das war der Monat Februar und wir sehen uns dann im März. Bis dann.